Es wird halt echt Zeit, dass wir den Partner wechseln. Der redet mir einfach zu viel. Oh, wow, wow, wow. Voll geblockt. Willkommen zurück, ihr Wüstenwürmer, zu Code Vein. Oh, der war aber kurz. That's what she says. Hahaha. Ja, eigentlich nicht. Ah. So, Karte. Aktualisiert. Und? Nochmal Titan. Ah. It's open? Komm, wir sind schon mal hier. Dann können wir eigentlich gleich zu der Mistel laufen. Mach mal kurz das Upgrade in der Base. Teleport, Basis, wo ist sie? Da. Und wie gefällt euch das Let's Play so bis jetzt? Ich habe ja schon ein bisschen Feedback bekommen. Ich hatte extern, nicht auf YouTube. Und habe auch schon hoffentlich ein paar Sachen verbessert. Ich weiß, es ist noch nicht alles so perfekt, wie es sein sollte, aber naja, ich habe ja auch alles angefangen mit dem Zeug. Ausrüstung aufwerten, hier Waffe aufwerten. Ihr könnt mir gern sagen, jederzeit, ne, wenn irgendwas nicht passt, vom Ton oder... Ich weiß, auf der linken Seite ist so ein Grafikfehler, das kommt aber auch vom Spiel, das tut mir sehr leid. Ich glaube, inzwischen ist er weg und bei ein paar Aufnahmen sieht man links, ja, jetzt sieht man es wieder, so ein Schlieren. Das ist halt leider so. Ich weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich könnte ich das ändern, wenn ich wüsste, wie. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr mir es gerne sagen. Sonst muss ich es halt nachträglich wegschneiden, aber dann fehlt halt ein Stück vom Bild. Das ist auch nicht schön. Gut, war das jetzt alles, oder? Haben wir nur für einmal? Plus 8? Echt? Ist das alles? Nein, nicht. Sorry sein. Komm, Waffe aufwerten. Ach, ein Titan fehlt. Du hast keins zu verkaufen, ne? Zufällig. Mittel. I've got a whole series. If you want it, I got it. Stahl. Der Stahl bringt mir nichts. Watch yourself out. Ja, denn müssen wir noch eins farmen und das baue ich dann aber offscreen ein. So. Ja, schon viele Gebiete, ja. Ich glaube, langsam könnte das Spiel langsam dem Ende zugehen. So, eine Ruine. Was ist jetzt? Eingang. Eingang, glaube ich, wegen dem Shortcut ist schlauer. Interessant war auch so ein Aufnahmetimer. Vielleicht gucke ich mal, dass ich sowas organisieren kann. Irgendwie ein Programm, das zeigt, wie lange ich schon aufnehme. Denn dann könnte ich die Parts ein bisschen besser so abstimmen. Weil zurzeit mache ich es ja so, ich nehme 2,5 Stunden ungefähr auf. Und hau das dann ins Schneidprogramm und so alle halbe Stunde sage ich, ja, hier ist eine neue Folge und da mache ich dann ein extra Intro. Also das spreche ich auch extern nochmal ein. Das klingt dann auch ein bisschen anders als live halt. Es ist halt ein bisschen verfälschtes Gefühl, wenn plötzlich die Stimme ein bisschen anders klingt und dann die Kommentarstimme weitergeht. Ja. Muss mal gucken, vielleicht kriege ich es dann noch. It's too quiet here. Ja, viel zu ruhig. Wie ein schlechtes Let's Play von mir. Volle Buff, alles was geht. Kick ass and chew bubblegum. Alter, ist das riesig. Also für einen Caster ist das Gebiet bestimmt ätzend. Weil wenn man dauernd Eikor verliert, wie will man dann casten? Ja, Animation des Todes. Habe ich mir noch nie angeguckt bis zum Ende.
So. Pick up something we can use? Ja. Bla bla bla. Echt jedes Item kommentiert er irgendwie. Wecker. No harm in being prepared. Mann, ey, sind da nur nervig. Schlaf weiter, komm. Platte. Ab und zu verstehe ich das nicht, dass es so... Es gibt einfach so Räume, wo ja nichts ist. Hier. Was ist hier? Außer der Schallplatte. Oder geht's hier runter? Ist irgendwie Platzverschwendung, oder? Davon ist eine Leiter. Da springt bestimmt wieder einer runter. Nicht? Und halt nicht. Keep your eyes open on the way down. Ja. Jetzt wird halt echt Zeit, dass wir den Partner wechseln. Der redet mir. Oh, wow, wow, wow. Voll geblockt. Ja, nicht voll, aber richtig viel geblockt. Die machen normal voll viel Schaden. So. Was hat das jetzt gebracht? Außer, dass wir hier den Kartenpunkt haben. Eigentlich gar nichts. Eieiei. Hold on. I'm on my way. Jo, während hier weiter gesucht wird, kann ich ja mal so Fragen in den Raum stellen. Wie habt ihr so gefeiert? Habt ihr brav allein zu Hause gefeiert? Oder habt ihr euch illegalerweise getroffen? Und gesoffen? Zeigt sich, also muss es wahr sein. Ich meine, alles muss man sich ja auch nicht gefallen lassen, was der Staat so verlangt. Vieles ist bestimmt sinnvoll, aber alles nicht. Alter, die hauen ganz schön rein. Eieieiei. Hey, that's... Ammonia spielt da eh. Das wäre dann der dritte, soweit ich das mitgezählt habe. Fraglich ist halt, wie viel wir brauchen am Ende. Flammenwerfer, warum kein Wind? Windwerfer. Doch kein Windelement. Dann hätten wir jetzt Wasser, Feuer, Eis. Was ja auch wieder Wasser ist. Nee, ich glaube, die haben sich nicht so an die Elemente gehalten. An die Alimente gehalten. Verlustsplitter. Choose your ground well. Ja, ich weiß, da sind so Frösche drin im Sand. Die mögen wir nicht. Aha. Ja, weiter geht's in der Höhle. In der Sandhöhle, was auch immer. Hier sink ich auch gar nicht mehr ein. Finde ich gut. Und meinen Ikor darf ich auch behalten anscheinend. Fand ich eh gar nicht so toll, dass hier über Zeit quasi mein Mana abgezogen wird. Oh. Ja, zu früh gefreut. Der ist anscheinend schon der Boss. Ja, toll. Ja dann, sprich mit mir, wie auch immer du heißt. Temis Tor.
Ja, dachte ich mir schon. Da fehlt einer. Ja, toll. Gut, dann suche ich den jetzt. Und wir sehen uns dann hier wieder. So, wir sind wieder zurück. Diesmal habe ich Io mit. Weil ich gern wissen möchte, ob sie irgendwie mit ihrer Schwester da interagiert. Ja. Anscheinend passiert da nicht viel. Bis auf die Bandagen sehen sie komplett gleich aus, ne? Ja, reden wir mal mit der. Komm. I've been waiting for you. Ja, die redet schon ein bisschen anders. Please, spin a thread of memory for me. Gut, Harmonia, Überrest 1. Hey, make sure you don't suck out too much. These humans die easily from blood loss. Are you really sure it's safe for us to be snatching humans like this? If one of Silva's dogs gets wind of what we're doing... They're the ones sitting pretty and getting fat with their levies. We have our rights. You're so annoying. Stop that ear-splitting racket. So, weiter geht's. Are you all right? You can't talk, can you? Looks like your throat's been crushed. Don't worry, everything will be all right. I promise I'll keep you safe. I had the chance to read your letter. Unfortunately, I can't grant your request. I'll come straight to the point. There's no future in being a Revenant. Don't throw your life away. Forget the past and live as best you can here. Also hat Jack das Mädchen gerettet vor den Blutsaugern. Wahrscheinlich ist Eva das Mädchen. Und sie hat sich dafür entschieden, an seiner Seite für immer zu sein, indem sie zum Wiedergänger wird. Ist ja auch interessant. Was mir halt wiederum sagt, dass Eva hier den Platz als... wie nennt man das dann? Gefäß eingenommen hat? Oder? Please. Oder es ist halt jemand, den wir noch gar nicht kennen, den Jack aber anscheinend kennt. Forget the past. That's impossible. Nein, es ist Eva. Okay. My heart aches every time I see those eyes full of sorrow. Why am I all alone in a place like this? What can I possibly do to make it easier for him? Very lucky you requested an examination. I've never seen compatibility numbers like yours. But I do have to say that the numbers aren't everything. If you fail this, you will lose yourself completely. Are you sure about this? You're certain then? Well, I'm sure your determination will prove to be an invaluable asset through the process. Also die Zahlen stimmen, aber der seelische Zustand hat ja auch was damit zu tun, ob mein Gefäß sein kann oder nicht. You can talk? Wait, wait. The new successor they mentioned.
Jack, there's something I've wanted to say to you for a long time. Thank you for saving me. Liebe bis über den Tod hinaus. Jack rettet sie und sie verliebt sich in ihn. I've been waiting for you. Please, spin a thread of memory for me. Harmonia 3. To think that this was the only way we could find to seal the relics. There's no choice. Letting them frenzy would cause even more suffering. It has to be done. If you can't accept that, then leave. I know that you've got your song to subdue them. But can you really take on more than one relic? It hurts a bit, but I'll be fine. Besides, it's nothing compared to the pain you always carry. Der Gesang des Mädchens ohne Stimme bändigt die Gefäße. It'll be safe here. Let's rest a while. I'm sorry. It's all my fault. Forget it. After all, it is nice to look up at the stars every once in a while. Ach, schön. Sternchen. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.